Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zu einer Nike-Aktienanalyse. Nike, sportliche Kursgewinne bei einem Kauf. Sportlich ist die Aktie ja gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen werden sportliche Produkte produziert, insbesondere Schuhe, du siehst es hier im Hintergrund. Und zum anderen ist die Rendite sehr sportlich gewesen über die längste Zeit der Nike-Aktie, die du hast einfahren können. 1980 im Spätjahr war der IPO, der Börsengang. Eine Aktie kostete damals 22 US-Dollar. Heute kostet eine Aktie ungefähr 100 US-Dollar, also fast fünfmal mehr. Hintergrundinfo allerdings, es gab sieben Stocksplits. Aus einer Aktie wurden 128 Aktien und jede dieser 128 Aktien kostet fast fünfmal mehr als damals die Ursprungsaktie. Ja, ich weiß auch, dass einer auf jeden Fall Milliardär geworden ist, nämlich der Phil Knight, der Gründer von Nike. Aber ansonsten denke ich nicht, dass jemand von uns 40 Jahre lang durchgehalten hat und die Aktie so lange hatte. Ich bin blank, ich habe keine Nike-Aktien, kann also völlig frei von der Leber analysieren. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Das heißt, ob die Aktie nach wie vor kaufenswert ist. Wir schauen uns das Ganze fundamental an, schauen uns natürlich erstmal an, was Nike überhaupt macht, was die Auswirkungen der Corona-Krise sind auf Nike und ob die Aktie günstig bewertet und auch ein guter Dividendenzahler ist. Dann würde ich sagen, geht's los. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Wirst du dann auch bald in Action sehen. Hier geht es um langfristig steigende Kursgewinne und Dividenden, damit du dann schön am Aktienmarkt davon profitieren kannst. Ja, Nike, ein bisschen was habe ich hier gerade eben schon dazu erzählt. Hier siehst du die Kursgewinne logarithmisch dargestellt. Und was macht Nike? Insbesondere Schuhe. Die haben ihren Ursprung als Importeur japanischer Schuhe. Das war ein Unternehmen namens Onitsuka, wenn ich mich nicht täusche. Da haben die Schuhe importiert, der Phil Knight und damals noch seine Handvoll Mitstreiter. Ich habe die Biografie gelesen. Und irgendwann drohte die Geschäftsbeziehung gekappt zu werden. Das heißt, die japanische Firma wollte dann einen anderen Vertriebler haben, anstatt Nike für die USA oder zumindest für den Westen der USA. Und dann musste Nike die Flucht nach vorne antreten. Damals hießen die noch Blue Ribbon. Und sie haben sich dann entschlossen, eine eigene Marke zu kreieren und die produzieren zu lassen. Und die Marke hieß Nike oder, bevor ihr mich hier korrigieren wollt, Nike. Wobei ich glaube, das ist eh schon zu spät. Sobald man Namen einmal falsch sagt, wird dann angefangen, in den Kommentaren zu tippen. Das heißt doch Nike und nicht Nike. Naja, wie auch immer, ihr wisst, welche Aktie ich meine. Alle Unklarheiten zu beseitigen, hier ist die Isin. Gut, also sie machen nach wie vor hauptsächlich Schuhe. Sie sind bei ihren Leisten quasi geblieben. Zwei Drittel des Umsatzes werden mit den Schuhen erzielt, auf Englisch. Footwear heißt das Segment, dann Apparel, also Sportklamotten, von den Schuhen quasi aufwärts, inklusive der Socken. Dann Equipment, also Sportausrüstung, aber das ist schon unter ferner liefen. Du siehst hier die Umsätze, 26 Milliarden Dollar Schuhe, Apparel, knapp 12 Milliarden Dollar und der ganze Rest unter 2 Milliarden Dollar, also unter ferner liefen. Es gab jetzt übrigens ganz neue Zahlen, es sind aber noch vorläufige Zahlen, das soll man im Aktienfinder sehen. Heute beschäftigt oder werden in über 500 Fabriken weltweit in 41 Ländern von ungefähr 1 Million an Arbeitern, muss man ja sagen, sogar mehr als 1 Million, wenn ich richtig gesehen habe, eben die Produkte von Nike produziert. Und Nike ist, das kann ich dir hier zeigen, das ist der Aktienfinder. Und da habe ich eine kleine Watchlist gemacht mit unterschiedlichen Aktien von Sportartikelherstellern. Nike ist der größte, der wertvollste Sportartikelhersteller der Welt, jedenfalls börsennotiert. Man ist, kann ja nie so genau sagen, ne, was es noch so in China beispielsweise gibt, was aber nicht so offiziell börsennotiert ist, was dann irgendwelchen Leuten von der Partei vielleicht noch gehört. Also 136 Milliarden Euro schwer, die Marktkapitalisierung deutlich mehr als, habe ich jetzt nicht genau gezählt, aber wohl ungefähr so viel sein wie der ganze Rest zusammen, den ich hier habe. Adidas und Puma bringen zusammen 57 Milliarden, also nicht mal die Hälfte auf die Waage, obwohl die Unternehmen
Adidas und Puma, der Gebrüder Dassler, ja viel älter sind als Nike. Die wurden schon vor dem Zweiten Weltkrieg, haben die ihre Wurzeln und Nike späte 60er Jahre erst gegründet worden. Und dann siehst du hier nochmal die ganze Erfolgsstory. Was wir hier dann auch schön sehen, gehen wir mal in den Qualitätscheck rein, gucken uns mal hier die langfristige Gewinnentwicklung an. Und du siehst hier wunderbar steigende Gewinne von links unten nach rechts oben. Aber während der Finanzkrise mal ein kleiner Rückgang. Ansonsten hier stetige, stabile steigende Gewinne. Und dann haben wir hier aber so einen Krater, als ob da ein Komet eingeschlagen hätte. Das war dann der koronische Komet, der dann hier den Krater geworfen hat. Das siehst du jetzt eben schon die Auswirkungen von Corona. Das Ganze überträgt sich dann auch hier in leicht rückläufige Umsätze, aber insbesondere in relativ stark fallende Margen. Interessanterweise sind die Bruttomargen relativ stabil immer noch geblieben. Das heißt, es gab ganz offensichtlich keine riesigen Discounts. Die Margen sind gefallen von Bruttomargen von knapp 45% auf 42,5, also ungefähr 2,5%, aber die operative Marge, die ging von 12% auf 7,6 runter, hat sich also nicht halbiert, aber fehlt nicht mehr viel. Das gleiche mit der Nettomarge. Ich habe geschaut, woran liegt es, insbesondere an dem Wasserkopf, Verwaltung, Administration, Marketing und so weiter. Die sind nämlich immer noch leicht gewachsen, obwohl die Umsätze rückläufig waren und da diese Allgemeinkosten sind gestiegen. Und das führt dann einfach dazu, dass die operativen Margen runtergehen, weil die operativen Margen kommen erst hier ins Spiel, aber noch nicht hier oben bei den Bruttomargen. Ja, die operative Marge wird wieder anziehen, sobald die Umsätze anziehen, aber jetzt ging es halt erstmal dazu geführt, dass es nach unten ging. Die Bruttomargen haben davon profitiert, dass der Vertrieb von Nike direkt oder Nike direkt gestiegen ist, insbesondere, also Nike, ich sag Nike, mir ist es zu blöd, mit diesem für mich ein bisschen gekünstelten Englischen. Also der Nike hat mehrere Vertriebskanäle, einmal Nike direkt und einmal Nike sozusagen ja, an den Großhandel und so weiter, also über Zwischenhändler. Die höheren Margen erzielt Nike bei Vertriebskanal Nike direkt. Und im Vertriebs, also das heißt auch über eigene Läden, die während Corona teilweise geschlossen werden mussten, genauso auch wie andere Einzelhändler haben schließen müssen. Und in Nike Direct gibt es einen Online-Absatzkanal, also wird ein Verkauf übers Internet und der wächst ziemlich gut, über 30% jetzt im Q4 Wachstum gehabt und der trägt mittlerweile schon, also auch für Q4-Zahlen, ungefähr 14% vom Umsatz 2, habe ich noch nachgeschaut. Das ist also schon ordentlich, aber reicht noch nicht aus, natürlich, um die Krisen von Corona komplett zu kompensieren, weil da haben wir nicht nur Ladenschließungen und weniger Laufkundschaft der noch offenen Läden, sondern wir haben ja auch beispielsweise auch Sportveranstaltungen, die abgesagt wurden. Das heißt, das ist ja auch dem Absatz von Sportprodukten nicht förderlich. Ja, aber die Margen, insbesondere die Bruttomargen, die können dann eben steigen. Also das wirkt steigend aus, wenn Nike direkt verkaufen kann über das Segment, aber sozusagen auch Nike direkt, also über den Zwischenhandel. Und das ist, wie gesagt, für die Bruttomargen förderlich. Und ich denke, das hat sicherlich auch Rabattaktionen kompensiert, weshalb wir hier nur einen relativ leichten Rückgang haben. Langfristig könnten wir dann sogar steigende Bruttomargen kriegen, wenn der Online-Anteil von Nike direkt weiter an Wert gewinnen sollte. Insgesamt aber sieht das Ganze doch wirklich sehr schön aus. Also stabile Margen in Summe bei steigenden Umsätzen. Gut, jetzt in den letzten 2 Jahren war es mit dem Umsatzwachstum nicht ganz so. Nike hat ja noch andere Marken wie hier Converse beispielsweise, die nicht ganz so gut laufen, aber das ist eher aus meiner Sicht unter ferner liefen. Das Kerngeschäft läuft recht gut. Wenn wir uns hier mal so die Schuldenentwicklung angucken, dann sehen wir übrigens, dass es einen Sprung gab bei den Schulden von 14,5 auf über 23 Milliarden, also ungefähr 8 Milliarden hier.
9 Milliarden. Und da ist unter anderem eine Anleihe drin enthalten mit aber sehr langen Fälligkeiten, wo sich das Management eingedeckt hat quasi mit Geld, um auch mit den möglichen Folgen von Corona besser fertig zu werden. Und das Geld ist ja relativ billig zu haben. Insofern vielleicht kein Fehler. Es sind auch die Cashbestände angestiegen von 4,6 Milliarden auf 8,8 Milliarden, also um 4,2 Milliarden ungefähr angestiegen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt erstmal, ach, gehen wir nochmal zum nächsten Chart, bevor wir zur Dividende kommen. Auch noch ganz interessant, amerikanisches Unternehmen, was heißt das? Richtig, sie kaufen Aktien zurück. Nur die Unternehmen, die noch ganz, ganz stark wachsen, die wirklich jeden Cent ins Wachstum stecken, die kaufen keine Aktien zurück. Aber ein gestandenes Unternehmen wie Nike, wenn es amerikanisch ist, das muss Aktien zurückkaufen. Das Management siehst du auch hier von 2,5 auf 1,5 Milliarden Millionen Aktien reduziert, also ungefähr 1 Million Aktien zugekauft. Die werden nicht bilanziert, die werden eingezogen, vernichtet. Hier siehst du das, keine Treasury Stocks. Ja, und das heißt natürlich dann, dass das Gewinnwachstum künstlich gepusht wird. Seit dem Jahr 2011 ohne Ausnahme. Hier gab es mal eine Ausnahme, weil sich die Anzahl der ausstehenden Aktien etwas erhöht hat. Und dann sehen wir hier, das ist Gewinnwachstum so zwischen 2 Cent und ja, irgendwo Spitze 7 Cent pro Geschäftsjahr künstlich erhöht hat aufgrund der Aktienrückkäufe. Ich denke, hier ist natürlich auch passiert, aber hier haben wir noch, oh doch, hier haben wir auch Gewinne. Warum habe ich hier nichts? Kann ich momentan gar nicht sagen. Also hier ist offensichtlich noch nicht berechnet. Dann siehst du hier das Gewinnwachstum und müsste ich mal gucken, warum wir hier noch nichts haben. Gewinnwachstum, Aktienrückkauf, US-Dollar. Oder es ist so klein gewesen, dass es wirklich 0 US-Dollar waren. Ja, das wird es sein. Da wird es, werden die Veränderungen der ausstehenden Aktien so wahrscheinlich so gering gewesen sein, schätze ich mal, dass wir hier keine spürbaren Ergebnisse haben. Hier fängt es ja erstmal an mit einem US-Cent, einem US-Cent. Hier sind es wieder 0. Ja, man sieht da also, dass sich quasi der Aktienrückkauf beschleunigt hat und dass es erst dann hier dann wirklich tatsächlich Auswirkungen gegeben hat auf den Gewinn pro Aktie. Wenn wir hier das Gewinnwachstum organisch einblenden, dann sehen wir aber, dass das organische Gewinnwachstum höher war als das Gewinnwachstum durch den Aktienrückkauf. Leider auch bezüglich des Verlusts jetzt hier während der Corona-Krise, während der Finanzkrise und auch mal in den 90er Jahren. Aber das liegt ja so lang zurück, so weit zurück. Das braucht uns jetzt ja nicht so zu interessieren. Gucken wir uns mal die Dividendenrendite an. Erstmal sehen wir, dass Nike ein guter, zuverlässiger Dividendenzahler soweit ist. Dann gucken wir das Ganze mal im Dividendenturbo an. Dann sehen wir hier die langfristige Gewinnentwicklung seit dem Jahr 2000. Nicht Gewinnentwicklung, Dividendenentwicklung. Auch hier kannst du die Dividenden einblenden. Siehst du, dass das Ganze doch relativ gut gelaufen ist bisher. Etwas Ernüchterung tritt ein, wenn wir hier die Dividendenrendite anschauen, liegt unter 1%. Nike war noch nie eine Aktie mit einer sehr hohen Dividendenrendite, gab mal 2,26% während der Finanzkrise. Man hat fast aber auch schon zeitweise nur knapp über ein halbes Prozent bekommen. Im langfristigen Mittel liegen wir momentan trotzdem relativ am unteren Bereich der Dividendenrendite. Siehst du hier, ich habe den 10-Jahres-Korridor hier eingeblendet. Der 10-Jahres-Schnitt der Dividende wäre bei 1,2%. Wir also leicht 0,2% drunter. Macht eigentlich keinen großen Unterschied. Die Dividende war meist sehr niedrig. Sie ist sehr niedrig. Nike also nicht in erster Linie wegen der Dividende gekauft. Obwohl wir ja ein stattliches Dividendenwachstum haben im zweistelligen Bereich, wenn ich mich richtig erinnere. Letzten 5 Jahre im Schnitt 12, um 12% gestiegen. Also die persönliche Dividendenrendite, die wird dann schon ordentlich, wenn du nur lang genug dabei bleibst. Bisher war es jedenfalls so. Aber die meisten Leute werden natürlich Nike kaufen aufgrund der zu erwartenden Kursgewinne. Und dann würde ich dir mal sagen, steigen wir in die Bewertung ein. Da geht es ja genau darum, was kannst du denn eigentlich so erwarten von Nike? Schauen wir uns erstmal hier den kompletten Zeitraum an, beginnt vom Jahr 2002. Schauen wir auch erstmal auf die passenden Bewertungsgrundlagen. Da würde ich auch gleich sagen, wir nehmen den
bilanzierten Gewinn, nehme ich mal an, der macht ja keinen großen Unterschied. Es macht keinen großen Unterschied, ob ich den bilanzierten Gewinn nehme oder den bereinigten Gewinn, kann man wahrscheinlich beide nehmen. Operative Cashflow, der hat da so einige unschöne Zacken, die in der Bewertung stören. Vielleicht hat da mal Nike seine Lagerbestände groß aufgebaut, große Bestellungen abgegeben, nächsten Jahr abgebaut, sodass der operative Cashflow so ein bisschen auf und ab ging. Und dann müssen wir den richtigen Bewertungszeitraum auswählen, der charakteristisch ist für Nike heute. Da sehen wir ja unten hier die Multiples. Was wir hier sehen ist, momentan haben wir natürlich ein extrem hohes KGV von 56, was ja nicht repräsentativ ist aufgrund der gesunkenen Gewinne. Sehr interessant übrigens, bevor wir hier ins Detail gehen, ist ja tatsächlich die Kursentwicklung. Wir haben es jetzt gerade logarithmisch hier. Hier siehst du das Ganze linear und interessant wird das hier, wie sich die Nike-Aktie im Corona-Crash geschlagen hat. Zunächst mal ist Nike gut gelaufen, hat dann hier irgendwo seinen Höhepunkt erreicht, war auch mal sogar deutlich über 100 US-Dollar wert, hier 104,53 Dollar, war immer noch nahe des Höchstkurses, als dann die Corona-Krise kam, da ist der Aktienkurs doch sehr stark eingebrochen. Du siehst es. Hier ist es sehr stark eingebrochen, sondern ein bisschen größer. Und dann hat sich aber der Aktienkurs doch sehr schnell wieder erholt. Wieder so auf über 100 US-Dollar geklettert, obwohl wir doch gerade eben gesehen haben, dass der Gewinn erstmal rückläufig sein soll. Das sehen wir gleich noch besser. Hat sich jetzt wieder sehr stark erholt und momentan die Aktie nicht so weit entfernt bei knapp 100 US-Dollar vom Höchstkurs. Aber vor Corona, als die Welt noch eine andere war, darf man heute ja mit Sicherheit schon sagen. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie die Welt dann in Zukunft aussehen wird. Ja, dann gucken wir uns jetzt noch doch nochmal hier die Gewinnentwicklung an, auch gerne dann bereinigten Gewinn. Zoom wieder ein bisschen rein. Ja, Zoom macht mir ganz offensichtlich Spaß. Also du siehst hier, dass die Gewinne schon etwas stagniert haben in den letzten Jahren und dann ging es jetzt ja eben so richtig runter. Das ist der aktuelle Zeitpunkt. Wir haben ja jetzt die vorläufigen Zahlen schon. Hier dann den Gewinn, den bereinigten Gewinn basierend auf den vorläufigen Zahlen. Und im nächsten Geschäftsjahr soll es, natürlich mit großer Unsicherheit behaftet, wieder aufwärts gehen. So genau weiß es ja keiner. Gibt es eine zweite, eine dritte Welle? Falls ja, wie reagiert die Politik mit möglicherweise weiteren Lockdowns, wie reagieren wir als Konsumenten? Werden wir uns irgendwann in Wohnzimmern einschließen und nur noch Sport machen mit einer Nintendo-Konsole oder so? Dann braucht man ja nicht mehr unbedingt die gleiche Sportausrüstung, wenn man rausgeht. Oder gucken wir alle nur noch Netflix? Naja, also große Unsicherheit behaftet hier. Es soll aber wieder aufwärts gehen und dann wäre der Gewinn im laufenden Geschäft, das gerade eben erst angefangen hat, aber immer noch unter dem Niveau des Gewinns der Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019. Als der Aktienkurs startete mit 53 US-Dollar irgendwo. Also du siehst schon, dass der Aktienkurs momentan doch sehr, sehr hoch ist. Auch schon ohne so eine Bewertung zu machen. Nur wenn du hier so dir den Gewinnverlauf anschaust. Erst im Jahr drauf, Geschäftsjahr 2022, dann mit einer noch größeren Unsicherheit behaftet, weil weiter in der Zukunft soll dann der Gewinn neue Rekordhöhen erreichen, dann aber deutlich über dem, was jemals erreicht worden ist. Also ob das so kommt, großes, großes Fragezeichen. Ich hoffe es mal für alle Nike-Aktionäre, aber ich kann natürlich nichts versprechen. Ja, dann gehen wir mal zur Fernwertberechnung, müssen uns also hier den Zeitraum aussuchen, der charakteristisch ist für Nike. Und da würde ich sagen, wir haben momentan ja 25, weil das KGV. Ich würde mal hier irgendwo anfangen. Hier sehen wir das noch ein bisschen besser. Ja, genau so wie es eingestellt ist. So ein Zufall. Genau das würde ich doch auch nehmen wollen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also hier haben wir den Aktienkurs, dann den fairen Wert auf den bilanzierten, auf den bereinigten. Moment, doch mein Fehler. So, und dann haben wir das hier und wir können auch noch gern den fairen Wert Dividende einblenden lassen, dass sich sehr viel gleichmäßiger entwickelt,
die Dividende sehr gleichmäßig ausgeschüttet wurde, ohne große Schwankungen. Ja, und jetzt sehen wir eben was ganz Interessantes, teilweise Über-, teilweise Unterbewertungen. Wenn wir da jetzt wieder ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir jetzt, dass die Nike-Aktie hier mal wirklich davongelaufen ist, der Gewinnentwicklung, auch dem Fernwetterdividende, hier schon Ende des Geschäftsjahres 2019 deutlich überbewertet war. Wobei die Aktie mal wieder zurückkam, relativ nahe des Fernwerts, basierend auf dem bilanzierten Gewinn wenigstens. Und dann haben wir den Einbruch gehabt. Und wir haben jetzt hier, also ist es nicht billig, ja, also wir haben hier einen Textilhersteller und mit einem KGV von 28, sagen wir, das ist der faire Wert, bereinigter Gewinn 24. Ist schon nicht so, dass wir sagen, hier, also ist keine Tag nicht bewertet wie Daimler, sondern eher wie ein schnell wachsender Technologiekonzern. Also Microsoft hat jetzt noch höheres KGV, aber es kommt schon irgendwo so hin in die Regionen einer Microsoft. Und das für einen Textilhersteller. Naja, und wir sehen momentan eine starke Überbewertung, wobei wir können diese faire Werte hier nicht nehmen, weil die Gewinne sind einfach eingebrochen und die sind jetzt nicht repräsentativ für Nike. Also repräsentativ wäre entweder das Geschäftsjahr 2019 oder vielleicht noch interessanter die Schätzung für das laufende Geschäftsjahr. Und da wäre die Aktie bei 64 Dollar, zwischen 56 und 64 Dollar fair bewertet. Und wenn die Gewinne weiter stark anziehen sollten, zwischen 80 und 90 US-Dollar irgendwo, liege der faire Wert, da hätten wir immer noch eine Überbewertung. Und das ist natürlich schon extrem. Selbst wenn wir noch höher gehen bei der Bewertung, wenn wir sagen, weil Nike ja teurer geworden ist im Zeitverlauf, nehmen wir hier die Werte, dann springen hier die Multiples nach oben, da hätten wir jetzt schon KGV von 30. Aber auch für diese hohen KGVs, auch bleiben wir bei der Unterbewertung, da würde dann fast die Aktie den Fernwert erreicht haben im übernächsten Geschäftsjahr, wenn es wirklich ist. Aus meiner Sicht optimistisches Szenario eintreten sollte. Der faire Wert Dividende ist interessant, ja, aber da wir ja eine sehr niedrige Dividendenrendite haben und wahrscheinlich kaum ein Investor Nike aufgrund der Dividende kauft, halte ich diesen fairen Wert Dividende für deutlich weniger interessant als hier die Fernwerte basierend auf den beiden Gewinngrößen. Ich kann auch gerne noch den operativen Cashflow einblenden. Und da haben wir ein ähnliches Bild. Geht halt ein bisschen mehr hoch und runter, weil der operative Cashflow sich entsprechend unzuverlässig entwickelt. Aber auch da haben wir eine deutliche Überbewertung so rum der Nike-Aktie. Also wenn du jetzt wissen möchtest, wie hoch so das mögliche Rückschlagspotenzial ist, kurz- und mittelfristig, also jetzt auf die im laufenden Geschäftsjahr, dann würdest du zum Beispiel auf Werte kommen von ungefähr 30% negativ, und selbst wenn das Positivszenario eintreten sollte, dann bist du bei der Aktie immer noch bei plus minus null bezüglich dem Erwartungswert. Also aus meiner Sicht wäre es eher plausibel, dass der Aktienkurs mal wieder gen Süden geht, dass er korrigiert, als dass er weiter steigen sollte. Wichtig vielleicht noch, das habe ich noch nicht gesagt, ist die Sicherheit der Dividende, ob die Dividende mal gekürzt wird oder nicht. Jetzt ist der Monitor gerade ausgegangen. Keine Ahnung warum. Lass mich mal kurz gucken. Wenn es geht, will ich das Video nicht schneiden. Das ist so viel Arbeit. Ich rede gerne durch. So, ist halt fast wie ein Livestream, ne? So, und da bin ich wieder. Musste leider doch ein bisschen schneiden, weil der Monitor ausgegangen ist. Ja, wir haben hier so Ausschüttungen von Nike so 1,3 Milliarden US-Dollar, und wir haben hier Barbestände von 8,8 Milliarden US-Dollar. Da ist also erstmal die Substanz relativ stark. Das kommt ja durch diese Schuldenaufnahme auch unter anderem zustande. Und also es sieht erstmal nicht so aus, denke ich, dass Nike die Dividende kürzen müsste. Allerdings kann man es natürlich nicht ausschließen, je nachdem, wie der Verlauf von Corona und damit verbunden die Nachfrage ausfallen wird. Gut, also zusammenfassend würde ich sagen, aus meiner Sicht, Nike gutes Unternehmen, aber halt eindeutig zu teuer überbewertet. Deshalb würde ich hier erstmal die Finger von lassen, also ich persönlich jedenfalls. Der Maximilian Dorn, der sieht das ähnlich. Du kannst auch gerne die Aktienanalyse nochmal lesen. Da stehen auch teilweise ein bisschen
andere Sachen drin als das, was ich dir jetzt erzählt habe. Gut, dann soll es das gewesen sein zur Nike-Aktienanalyse. Danke fürs Zuschauen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.